Brisant am Dienstag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute Zeit für uns gefunden haben. Ja, es sind so einige Fragen, die zu klären sind, durchaus, nachdem der rechtsextreme Attentäter von Halle bereits das zweite Mal versucht hat, aus einem Gefängnis zu fliehen. In der JVA Burg in Sachsen-Anhalt hat er gestern Abend ja zwei Bedienstete als Geiseln genommen. Wie wir heute wissen, mit einem selbstgebauten Schussapparat. Der Mann wurde dann überwältigt, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Gelten denn für solche Schwerverbrecher nicht besondere Sicherheitsstandards vielleicht?